Glücklicherweise sieht es bei uns nicht so aus. Aber ab sofort werde ich mir das Badezimmer mit anderen Augen sehen. Sammelt man hier Loot, aber irgendwie noch nicht irgendwie verwendbar. Ekelhafter Wurm, geh weg! Hier noch was. Neue Teile für die Waffe. Ich hab bloß keinen Rucksack, wie ich sowas machen kann. Das nervt gerade so ein bisschen. Aber ich kann die Waffe tatsächlich aufwerten. Hätte ich keine neuen Teile bekommen. Scheiße hier. Ach, jetzt mal wieder ein Benzinkanister. Das ist doch schon mal was wert hier. Du musst durchs Wasser. Wirklich kein Zack dabei. Brenn, du widerlicher Wurm. Der Kackwurm. Will mich beim lebendigen Leibe fressen. Nein, da ist er schon wieder. Brenn! Ewiges Drecksvieh! Ich will sagen, Schmor in der Hölle, aber ich hab einen Flammenwerfer. Ja, dann muss ich mich nicht mit rumplagen, wenn du das Vieh bei dir hast. Bei dir unten ist es heißer. Neben du Lappen. Bist du hin, du schleimiger Dreckswurm. Hätte ich grillen.
nachher wird diese Scheiße hier noch Intelligenz zeigen, ja. Kammerjäger ist da. Ach nee, ey. Du blödes Drecksvieh. Immer wenn ich gerade nachtanken muss, ne? Kriegt nicht noch. Dann brutzel ich dir aber alles, was da hast du. Schönes Waffenteil. Ich brauche endlich mal was, wo ich das machen kann. Bergbank vielleicht. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe, Sachen sammle und dann nichts davon habe. Verstehe ich die Logik nicht dahinter. So, Vorarbeitertagebuch 2. Dieser Mist breitet sich immer weiter aus und je mehr Schleim sich ansammelt, desto schneller breitet er sich aus. Anstatt regelmäßige Reinigungsaktionen durchzuführen und sich an den Plan zu halten, ziehen unsere tapferen Verteidiger es vor, bis zum letzten Moment zu warten, wenn die Würmer auftauchen und dann mit brennenden Ärschen die Helden zu mimen. Naja, die Reinigungskraft hat er definitiv aufgegeben und hat gesagt, ich mach nicht weiter. Der interessante Teil ist jedoch, dass sie jedes Mal weniger Männer schicken. Der Anführer des zweiten Teams sagte, dass das kein Zufall sei und dass es irgendein Geheimprojekt an der alten Eisenbahn gebe. Und das ist in vollem Gange, während sie uns vernachlässigen. Wir stehen ganz weit hinter dieser Sache auf der Prioritätenliste. Aber alles wird totgeschwiegen. Kommt schon, wenn ihr schon irgendeine Scheiße erfindet, dann strengt euch wenigstens an. Niemand will irgendwas machen und das ist das Problem. Die suchen sich alle ein warmes und ruhiges Örtchen, sitzen auf ihren fetten Ärschen und tun wichtige Dinge und zählen die Pasta-Portion in den Kisten und so. Kein Wunder, dass immer viele Leute so da sind, wenn sie grünes Zeug ausgehen. Aber wenn es darum geht, Schleim zu verbrennen, sieht man kaum jemanden, der sich dazu bereit erklärt. Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass die Reinigungskraft sagt, ich mach nicht weiter, ich bin die. Langsam geht mir nämlich mein Flammenwerferdosis aus. Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig. Boah. Kranke Fantasie. Ih, was ist denn da jetzt gerade angerutscht? Ich hab da gar nichts mitgekriegt. Runter von meinem Visier. Geht doch sowieso schon kaum noch was.
dämliches Drecksi. Ich schwör's dir, ich krieg dich noch. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so gut, den Flammenwerfer vorzuschicken. Der arbeitet so ungern alleine. Boah, das Vieh kommt sogar von oben, ey. Doch, mein Anzug ist nicht. Ich glaube, ich habe voll das Nest erwischt. Ich finde das toll, dass ich die Fackeln gleichzeitig mit anzünde. Wohl nicht raus, ja? Das ist nice, ein Arsch bekommen, du Drecksvieh. Die Leine Guaul. Das Vieh, obwohl ich es angegriffen habe, hat nichts passiert. Boah, da ist eine Kollege auf der anderen Seite. Ja, so ziemlich. Und bei Ihnen? Haben Sie Ersatzbrennstoff? Ich hatte nicht erwartet, dass die Scheiße hier so dicht wächst. Tja, Scheiße kann wachsen. Hier, nehmen Sie. Gut, danke. Oh, 239 wird's bekommen. Nett. Ich hörte, es ist gut für die Karriere, den befehlshabenden Offizieren zu helfen. Außerdem ist diese Scheiße hier wirklich gewachsen. Ach, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich. In Ordnung, dann gehe ich mal zu den anderen. Viel Erfolg, Herr Oberst. Ihnen auch. Okay, wir werden weiterhin die Scheiße sauber machen. Das ist so eklig. Ich habe immer noch keine Werkbank. Aha. Ein Kackenpferd draufgegangen, wa? Schon wieder so ein schönes Extra-Teil, weißt du? Und kann ich es irgendwie nicht einsetzen. Was ist denn hier?
Irgendwas hat mich gerade angegriffen. Jetzt weiß ich, was unsere Kanalisationsmitarbeiter so drauf haben. Wir müssen bestimmt diese sowas auch machen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo lang ich gehen soll, damit ich auch wirklich alles mitnehme. Das ist eine Werkbank. Das vielleicht hier doch durch die Tür zuerst? So eklig, sogar auf dem Scheißhaus sind sie. Ach nee, da sind sie ja geboren. Dieses dämliche Gepumpe, also da ist die andere von Artyom besser gewesen. Ja, du blöder Wurm, ich wusste, dass du kommst. Hab auf dich gelauert und gewartet. War wieder so ein dickes, fettes Loch, wo du deinen fetten Arsch durchziehen kannst. Ah, ist so eklig. Das ist nur, um endlich mal an eine Werkbank zu kommen. Scheiße, hat mich angefasst. Ist das eklig. Und die Kontaminationsdusche, Ausschuss. Boah, es ist so eklig. Weißt du, in der Situation, weißt du, schade, dass Aragorn nicht da ist. Der würde hier sitzen, weißt du, und furzen. Ey. Und dann würdest du genau wissen, wie es dort riecht. Ja, mein Hund hat es in dem Fall richtig drauf gehabt. So. Boah, ist die dreckig. Alter. Hat jemand die angeschissen oder was? Boah. Ihr geht. Was haben wir denn da? Luftdichtes Druckluftsystem. Ähnlich verliert aber keine Luft, wenn der Druck mal überhöht ist. Gasraumdruckluftsystem. Das Großraumdruckluftsystem fasst eine besonders große Luftmenge, wodurch durchgehender abgefeuert werden kann, ohne zwischendurch pumpen zu müssen. Nehmen wir. Kleiner Behälter. Standardbehälter. Oh, ist der Behälter. Nehmen wir. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal sauber machen, ja? Oh, ist das eklig. Mehr kann ich nicht? Nur 1000? Dein Ernst? Ey, Scheiße greift mich an. Na, immerhin. Konntest du ein bisschen was machen. Das ist schon mal gut. So, was gibt's denn hier zum Klönen?